Hallo Leute und willkommen zurück zu Prolog. Ja, was wir dieses Mal machen, habe ich letztes Mal schon angedeutet. Und zwar muss ich euch davor allerdings noch ein bisschen was anderes zeigen. So, ich habe ja letztes Mal schon mit euch hier ein paar Sätze, Fakten nennt man die auch, erstellt. Dass du ein Mensch bist, dann steht der Punkt, das heißt, es ist einfach nur wahr. Ich bin ein Mensch, er, sie ist ein Mensch und ich liebe du. Ja. So, wenn man jetzt hier allerdings Variablen einfügt, das geht nämlich auch, man kann nicht nur bei der Abfrage, wie ich es euch letztes Mal gezeigt habe, Variablen einfügen, sondern auch hier schon. Man kann hier zum Beispiel ein X einfügen. Was für eine Bedeutung hat denn das dann? Naja, Prolog ist da ein bisschen speziell. Variablen muss man nicht irgendwo noch dann definieren, also ich sage da nicht irgendwo X gleich du oder sowas, sondern sie werden einfach mal grundsätzlich mit allem unifiziert. Also es heißt dann im Prinzip, ich liebe alles. Aktuell gerade. Außer ich schreibe hier jetzt noch eine Bedingung hin. Komme ich nachher dazu. Geht natürlich auch andersrum. Also sowas wie liebt x, du. Andersrum wäre es jetzt ein bisschen egoistisch, deswegen mache ich das mal mit du. Das heißt so viel wie alles liebt dich. Sozusagen. Eigentlich ganz nett, wenn man hier wirklich alles quasi drin hat von vornherein. Dann schließt man halt noch Sachen aus, indem man Bedingungen angibt. Ja, noch so viel zu Variablen, ein bisschen was. Und mir ist aufgefallen, die Syntax-Highlight funktioniert doch. Also danke Notepad++, das macht's automatisch. Hammergeil. So, wenn ich jetzt hier eine wirklich keine Variable haben möchte, so wie ich hatte ja letztes Mal hier PCs stehen und das hat nicht funktioniert, weil ich das nicht hier in Anführungsstriche gepackt habe. Wenn ich es in Anführungsstriche packe, dann wird es so behandelt, als hätte ich es klein geschrieben. So, und dann kann ich natürlich auch noch was Kleingeschriebenes erzwingen, dass es dann eine Variable ist, die sich verändern kann, also quasi mit allem unifiziert wird, dann wäre das sowas hier, Bodenstrich x wäre dann trotzdem eine Variable, weil ich hier den Bodenstrich eben habe. Aber versucht einfach, Großbuchstaben sind Variablen und Kleinbuchstaben am Anfang bedeuten, es ist ein konkreter Wert. So. So, jetzt kann ich hier noch Bedingungen angeben, wie ich schon gesagt habe, denn ich liebe ja nicht unbedingt alles, es muss ja irgendwie eine Bedingung sein. Das hier ist die sogenannte, ja, dieser Bedingungspfeil. Und der sagt, das hier vorne ist wahr, wenn alle Bedingungen hier hinten wahr sind. Also sowas wie A1, Komma, und dann, dieses Komma ist tatsächlich ein Und, also es ist wie ein Und zu lesen, A2. Und danach kommt einfach wieder der stinknormale Punkt. So, liebt ich, x ist jetzt wahr, wenn a1 wahr ist und a2 wahr ist. Okay, also was könnte denn a1 und a2 sein? Naja, sagen wir mal, ich mache hier mal ein sie rein, da die meisten von euch wahrscheinlich männlich sein werden. Also sie liebt dich und ich liebe x, aber für x muss eine Bedingung gelten. Dann machen wir jetzt zum Beispiel mal so. Liebt x, du. Und zweite Bedingung brauchen wir nicht, obwohl doch, es muss ein Mensch sein. Mensch von x. Dann machen wir hier oben einfach dieses R raus, dann funktioniert das Ganze. So, also ich liebe jetzt x, sobald x dich liebt und sobald x ein Mensch ist. So, wir wissen, was rauskommen sollte, nämlich sie sollte rauskommen. Aber mal gucken, ob Prolog das auch rauskriegt. So, jetzt sagen wir einfach hier, okay, liebt ich, x und x ist dann sie. Dieses x hier ist tatsächlich ein anderes x, wie das, was hier drin steht. Das könnte auch ein y sein. Ja, ich minimiere das mal kurz. So. Was wurde jetzt hier gemacht? Also, Prolog schaut, okay, ich liebe das, was x ist und bei x wird dann halt geguckt, okay, x muss dich lieben, also schaut es in allen Liebtregeln nach, also auch in der hier, schaut es nach, habe ich hier ein du am Ende stehen und steht vorne ein x? Naja gut, vorne ein x und hinten ein du steht hier theoretisch auch dran. Aber da das ja nicht dasselbe x ist, denn hier hinten muss ja nochmal dasselbe x kommen, haben wir hier ein Problem natürlich. Gut.
Also hier müsste dann du und hier müsste du gleichzeitig stehen. Das wäre ja dann nicht möglich. Ja, vergesst es einfach. Es war gerade ein bisschen schwierig, glaube ich, zu verstehen. Es schaut einfach weiter die Regeln durch. Und wenn hinten du steht, dann nimmt es dieses du und schreibt vorne das x das rein, was da möglich war. Also in dem Fall sie. Hätten wir jetzt hier noch weitere Regeln mit du. Sagen wir mal, liebt sie 2, du. Dann wäre hier natürlich auch noch sie 2 drin. Und dann geht es einfach weiter. Denn ja, hier hinten wird dann überprüft, ob Mensch von X gilt. Also nacheinander einfach alles überprüfen. Also hier einfach mal durchgehen, alle Menschregeln und das X, was wir hier rausgekriegt haben, einsetzen. Und wenn das stimmt, dann wird X zurückgegeben. Und beim nächsten Durchlauf wird dann eben sie 2 ausprobiert. Und dann sehen wir, für sie 2 gibt es keinen Mensch hier oben, keine Menschregel. Und deswegen bleibt es dann auf der Strecke und wird verworfen. Das heißt, wir haben nur eine einzige Lösung. So, ja, natürlich kann man auch noch ein bisschen mehr machen. Gleichheit überprüfen geht auch. Zum Beispiel, wenn jetzt hier Text kommt. Text ist gleich. Der nimmt von mir aus zweimal irgendeine Variable. T1 und T2. So. Und das gilt natürlich dann, wenn T1 gleich T2. Das kann man damit auch machen. Das prüft dann einfach, ob die Variablen exakt gleich sind. Und wenn wir hier das Ganze ausführen, ich muss das davor noch speichern, dann starten wir das hier und geben aus Text, ach schade, keine automatische Vervollständigung. Text ist gleich ABC. ABC. Ach, ich habe wieder mal den Punkt nicht. Entschuldigung. Text ist gleich ABC, so. Dann haben wir hier ein Problem. Ja, ich mache diese Sachen natürlich immer mit Absicht für euch. Logischerweise muss ich hier das Ganze groß schreiben, denn sonst sind es keine Variablen. Und hier hinten habe ich dann natürlich ein besonders großes Problem, denn es versucht T1 gleich T2 zu setzen, wobei T1 und T2 dann tatsächlich Wörter sind. Das heißt, es versucht hier Stringgleichheit rauszufinden, wenn ja einfach immer. Und das ist halt nie gültig, deswegen ist das immer ein bisschen ein Problem. So, jetzt probieren wir das Ganze nochmal. Wäre noch ein Vorteil, wenn ich speichern würde. So. Machen wir das Ganze nochmal auf. Nein. Schade. Text ist gleich ABC, ABC. So, und jetzt kriegen wir True raus. So, relativ einfach eigentlich. Gut, deswegen vergleichen wir hier einfach diese zwei Variablen und schon ist gut. Okay. Ja, das erstmal als Einführung von Bedingungen sozusagen. Also es müssen immer alle Bedingungen hier hinten erfüllt sein, damit diese Bedingung hier vorne gilt. Aber da wir hier Variablen drin stehen haben können und die auch hinten benutzen können, kann natürlich dann trotzdem immer noch mehr als ein Ergebnis wahr sein, denn wir können hier auch ganz viele verschiedene Sachen reinpacken. So. Und jetzt kennt ihr im Prinzip schon die Grundsyntax von Prolog und arg viel mehr gibt es auch nicht mehr. Noch eine Ungleichheit kurz. Wir können auch Ungleichheit darstellen, einfach so machen. Andersrum, der hier. Der prüft dann halt einfach, ob diese zwei Teile ungleich sind. Das war es dann aber auch schon. Ja, und im Prinzip kennt ihr jetzt schon die Grundregeln von Prolog? Arg viel mehr gibt es da tatsächlich nicht. Es gibt nur noch einige Konstrukte, die man damit erreichen kann, auf die man vielleicht nicht unbedingt selber kommt und die ich euch jetzt dann in den kommenden Videos vorstellen werde. Alles klar, bis dann, ciao, ciao.